Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 17.01.2022 und damit dann auch Beginn der Verfallswoche, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ja, es ist der dritte Freitag im Monat, der dann diese Woche ansteht und damit ein kleiner Verfallstermin im Januar. Vielleicht erklärt das auch ein bisschen, warum sich unser DAX hier momentan so schwer tut und mit lauter Reifenwickeln und Schlamm, was wir das letzte Mal hatten, jetzt hier gefühlt Motorschaden hat. Also, wir sind zum Freitag eigentlich nahezu auf der Stelle. Ich habe mir die Tageskerze noch gar nicht angeguckt, aber die wird wahrscheinlich ja genau ein Doji fast sein. Ne, also so geschlossen, wie er eröffnet hat. Nimmt hier ein bisschen Schwung natürlich jetzt aus der Abwärtsbewegung, das ist ganz klar. Ne? Nimmt deutlich Dynamik aus der Abwärtsbewegung und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn er hoch zu relativ zügig kam, runter zu dann irgendwie so verkümmert halt. Ne? Also er stabilisiert sich ja hier unheimlich auf diesem mittleren Band. Noch dazu hier auf diesen, auf die, seht ihr die drei Hochspitzen hier. Darauf hat er sich jetzt hier mit dem Tief abgestellt und auch mit dem Tief. Und von daher müsste man schon ein bisschen deutlicher aufpassen jetzt in der neuen Woche, wenn er jetzt oben rausläuft, weil natürlich dann insbesondere oberhalb von 16.100 schon gute Potenziale oben rauskriegt, die dann auch übers Allzeithoch drüber gehen. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Und dann wäre das hier quasi eine erste Bewegungswelle, eine Antriebswelle sozusagen. Dann hier eine kleine Korrekturwelle, eine neue Antriebswelle. Dann ist das hier auch Korrektur abgeschlossen, vielleicht als Dreieck. Ja, und dann würde hier noch eine Antriebswelle folgen und die kann durchaus auch nochmal das Format annehmen, was die Welle hier gehabt hat. Na, das wäre durchaus legitim und auch üblich. Deswegen würde ich einfach ein bisschen aufpassen, wenn wir über die 16.100 gehen, müssen aber schon sagen, dass ein bisschen die Fehlsignaldichte zugenommen hat. Also wir haben auch am Freitag ganz klar gesagt, na, wenn der hier, was haben wir gesagt, unter 900 geht, unter 98 geht, dann Short. Wir haben auch probiert, haben auch einen Short reingestellt. Der muss leider abgebrochen werden. Bei manchen wurde sogar auf den Punkt hier oben weggeholt, zuvor schon. Das hat er erstmal nicht angenommen. Also man sieht es ja auch sehr deutlich. Ne? Er hat drunter geschlossen per Kerzenklos. Perfekt. Also das ist, so aktiviert man einen Trigger halt. Ne? So legt man den um und so treibt man los. Und das ist dann eben nicht passiert. Der hat dann kurz unten angezogen, die 8,30 hier, das ist ja auch eine Unterstützung gewesen, nach oben angetrieben und dann halt auch direkt ausgekontert und dann auch direkt das Abdrehen hier vom Band wieder abgefangen, sich wieder hochgestellt und das gibt natürlich zum Montag jetzt schon eine gewisse Vorlage nach oben. Definitiv. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir hatten die letzten Wochen Auftakte immer sehr positiv gehandelt, ne? Aber wir hatten auch letzte Woche hier Ausgangspunkte, die auch sehr positiv waren, ne? Wo wir eigentlich gesagt haben, die Tendenz kann nur nach oben gehen, so wie er sich gestellt hat. Das ist jetzt fast zum Montag ähnlich und da hat er es nicht gemacht, ne? Und deswegen wird es wirklich hilfreich sein, hier die ersten paar Minuten sich anzugucken. Ich würde ihm oben ein bisschen Puffer noch geben. So, lass den ruhig bis 15,79, bis 16.000 würde ich ihm jetzt oben ein bisschen Platz zum Toben noch geben am Montag. Aber alles, was drüber geht, auch was über 16,20 dann wieder geht, also das wird wahrscheinlich schon Richtung 16,90 wieder gehen. Und dann werden wir auch hier quasi nochmal zwei so eine Kästchen nach oben stellen können. Das ist auch so ein recht übliches Mittel, was auch durchaus größere Analysehäuser so nutzen, um ein bisschen eine Preisvorstellung oder eine Zielvorstellung zu kriegen. Ne? Bis wohin kann eine Bewegung, selbst wenn sie, sage ich mal, jetzt keine neue Antriebswelle wird, sondern einfach eine Korrekturversetzung von dem, was wir jetzt hier haben, oder eine Erholungsversetzung, ne? Dann hätte trotzdem hier Platz, nochmal bis gut 200 hochzuschrubben am Montag schon. Ja, und deswegen einfach ein bisschen aufpassen, wenn der Dolle freundlich arbeitet, rausarbeitet, ja, sehen wir ein Eindrehen unter 79, unter 16.000, mir ist wichtig, dass die 900 hier nach unten abgeht, ne? Also die muss einfach aufmachen, die muss wirklich aufmachen und dann muss sie verkauft werden. Das sah zum Freitag gar nicht so schlecht aus, also der wurde ja auch verkauft, der wurde auch schön runtergedrückt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber die Gegenbewegung war viel zu deutlich, viel, viel, viel zu deutlich, ne? Und wenn er das einfach so macht, wie er zum Freitag angefangen hat und sich dann eben nicht auskontert, dann läuft er auch durch, ne? Also dann geht er von 900 bis runter in die 87, in die 47 rein und von daher würde ich das einfach so belassen und dass wir sagen, okay, unten ist so unter 900 Risikotrainer, bis 15,79, 16,20 oder 16.000 hat er so ein bisschen Puffer noch, ne? Seitwärtszone könnte man sagen und alles, was drüber wird, wird dann halt auch positiv, auch insbesondere Ausblick des Tagescharts. Ne? Verfallswoche ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Insbesondere die letzten zwei Wochen vielleicht gut unterwegs gewesen sind. Verfallswochen
sind vom Bewegungsverhalten sehr oft sehr anders als die vorherigen Wochen. Also, dass viele dort halt auch überproportional gerne mal verlieren, ne, weil der Markt auch mal ganz schöne Stöße setzen kann. Ne. Und das muss nicht erst am Verfallstag kommen, das viel, viel, viel öfter kommt sowas schon an so einem Mittwoch oder Donnerstag vorher. Das wäre viel, viel, viel üblicher. Deswegen dort einfach ein bisschen aufpassen. Gut, mehr kann ich dann gar nicht dazu sagen. Würde damit hier das Video zumachen und euch viel Erfolg wünschen am Montag. Holt euch eure Punkte und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschö.